Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Rome 2 Spartanische Kampagne. Wir haben jetzt den Kampf gegen Spartaner, nämlich eine rebellische Sparta-Armee ist unser Feind. Da vorne stehen die Schlawiner, haben leider griechische Ballisten. Ich weiß nicht, wie es dazu irgendwann gekommen ist, es war merkwürdig. Irgendwann hieß es Bürgerkrieg. Meine Garnison scheint sofort mit drin zu sein in der Angriffsarmee. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle zu euren Diensten. Was nicht verkehrt ist, weil wir dann müssen auf jeden Fall versuchen, den irgendwie zu flankieren ein wenig. Damit wir die Katapulte recht schnell ausschalten können, weil ansonsten sieht auch das hier nicht gut aus für mich. Ja, Kommandant! Befehle verstanden! Bürgerkavallerie! Schnell hier! Na komm! Warten eure Befehle! Kavallerie, vorrücken! Schön, sie bleiben einfach stehen. Ah ne, sie schießen natürlich mit ihrer Artillerie auf mich. Ja, Kommandant. Warum auch nicht? Schnelle Reiter zu euren Diensten. Na, dann täuschen wir mal einen Angriff an mit unseren Reitern. Königliche Spartaner, doppelte Geschwindigkeit. Bewegt euch lieber, weil sonst seid ihr gleich nämlich Asche. Schnelles Marschieren. Ei. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wir erwarten eure Befehle. Angreifen. Bereit zum Einsatz. Angriff. Das ist auch interessant. Die rennen wieder weg vom Gegner. Bereit. Königliche Spartaner. Schnelles Marschieren. Nahkampfkavallerie bereit. Greif an, du Idiot, ey. Unser General wird angegriffen. Na komm, Kavallerie. Zu Befehl. Bereit. Zerstück. Angriff. Periodische Pikeline. Kavallerie. Erfolgen. So, macht auf jeden Fall weiter Druck von den Seiten. Meiner Bürgerkavallerie geht's auch übrigens sehr gut. So, versuchen wir die mal ein bisschen reinzuziehen. Oh, wir gewinnen. Steinschleuderer! Hin und hin! Schnell! Bereit! Schnell vorrücken! Ich erwarte eure Befehle! Bereit! Pikeline! Bereit!
So, zieht mal hinter die. Die Männer wanken. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, ja, macht euch nicht ins Hemd. Schnelle Nahkampfkavallerie. Spartanische Piken. So, greift mal die letzten noch an. Wo kommen die denn her? Achso, die waren geflohen. Ah, ja. Immer so ein Gesindel. Die Männer wanken. Eure Befehle? Sparta! Angriff! Nur der Kavallerie! Zurück, Männer! Zurück! Verstanden! Jetzt haut doch nicht ab! Gibt gar keinen Grund gerade dazu, ey. Kriegt Krise. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Das ist ein Trupp Hopliten. General! Nein, entrückt! Bürgerkavallerie! Rückruhe! Spartanische Piken! Männer wanken. Wie ihr befehlt. Eure Befehle? Bereit zum Einsatz. Rückzug! Angreifen! Angriff! Eure Befehle? An vorwärts! Das sind königliche Spartaner hier an der Seite. Kein Wunder, dass die so einen Terror machen. Yippie! Sieg! Trotz hoher Verluste. Aber wir haben die erste spartanische, vor allem knapper Sieg. Ich habe zwei getötet, einen verloren. Aber die erste Bürgerkriegarmee ist damit ausgeschaltet. Komm, wir versklaven euch einfach. Unglaublich, jetzt läuft er mit zwei Armeen hier noch weiter. Kapitulation erst in 5 Runden. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Es ist eine Ehre zu dienen. Ich hoffe mal, er wird uns noch vorher angreifen. Zu euren Dienst. Also das brauche ich ja nicht machen. Also wenn ich den da angreife, kann mich gleich einsagen. Bewegt euch hier, hallo. Also was wir machen können, ist nach Pella rüberziehen. Und hier versuchen mit der Armee den Vorschlag... die heranpreschende Armada da ein bisschen aufzuhalten. Ruhe nicht auflösen. Boah, so ein Schmarrn, so ein Schmarrn. Ein Schmarrn, 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 Schmarrn. So, können wir irgendwas noch bauen?
Außer meine Einnahmen sind auf 10.000 gefallen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir haben Handel 0. Eure Befehle. So, rüber mit euch. Wir erwarten einen neuen Punkt. Ich muss mal dran denken einfach. Ich gehe mal kurz Provinzen durch. Habe ich irgendwo noch was vergessen? Ah, hier. Sehr gut. Uah. Bauen wir die zweimal auf. Ja, ich kann mich ja nicht beschweren. Ich habe die volle Anzahl an Armeen. Also mehr geht nicht mehr. Ich muss den Bürgerkrieg niederschlagen können. Ich glaube, ohne Garnisonsarmee hätte ich das gerade schon nicht geschafft. So, gucken. Wen müssen wir noch bewegen? Köpfe der Hydra. Die bleiben erstmal hier drin. Die Dreizack der Poseidon. Die müssen da bleiben. Die haben sich schon bewegt. Die Herakleiden sind unterwegs. Gut, die sind schon fast bei Pella. Problem von denen ist natürlich, die haben nur Bronzerüstung, glaube ich. Oh, Moment. Ich kann auch rüberlaufen und dann kann ich die Rüstung von denen verbessern. Kostet mich zwar 6.000. Tolle Fernkampf-Armee. So, die Giganten. Die Giganten kommen bis nach... Navisos fast, aber wir schicken die nach Delmini. Delminium. Okay, ihr könnt ihre Rüstung nicht verbessern. Aber wir sind schon mal wenigstens in der Nähe. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Ja, die stehen natürlich am anderen Ende der Welt. Boah, wie viele Runden das dann später wieder dauert, bis ich die alle an die Front kriege. War das alles? Ihr Hunger nach einer Schlacht. So gehen Imperien kaputt. Wir können hier nicht passieren. Psst. Lauf einfach weiter. Weitere Befehle. Hm? 6 Männer verloren? Bereit zum Kampf! Es wird marschiert, bis euch die Füße bluten! Marsch!
was für große ich erwarte weitere Befehle. Region immer ist. Die haben so viel zu überbrücken, die Penisse. Boah, ich muss mich leider weiterhin noch aufregen. Der Bürgerkrieg zerrt jetzt gerade schon ganz schön an meinen Nerven. Ich will stündliche Wachgänge. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. So, er macht plus 20, plus 13 militärische Präsenz. So, dann können wir den auch mal umsetzen. Dann kann der bis nach... Der geht hier oben lang. Zu euren Diensten. Stellt Wachen auf. Bereit zum Kampf. Ich erwarte eure Befehle. Er kommt fast bis Pergamon. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ist mir egal, ob ihr müde seid. Wie lautet euer nächster Befehl? Ach, mein ganzes Imperium zerfällt, was soll's. Wie kann ich euch dienlich sein? So, haben wir uns noch einen Würdenträger. Würdenträger, so. Eure Befehle? Boah, ich kann einfach den Kämmerern hier oben nicht trauen. Wenn ich die Flotte wegziehe, ohne Scheiß, die treten mir in die Eier. Bah, das wird witzig, ey, wenn die mich hier angreifen. Oh, komm, Runde Ende. Weiter im Gelände. Vor allem, die greifen mich mal eben mit 5, 6, 7.000 Truppen an. Und ich muss mit 2.000 verteidigen, wovon der größte Teil einfach angeschlagen ist durch die Schlacht. 7.700 gegen 2.000 Truppen. Aber Sparta ist tapfer. Wir werden das Gefecht spielen und wir werden siegen. Ach, niemals. Wir müssen uns irgendwie hier einigen total und gucken, was passiert. Aber der wird mich dann einfach so mit den Katapulten niederschießen, dass wir einen Ausfall machen müssen. Die Kavallerie wird auf jeden Fall draufgehen. Und er will auch noch beim Nebel kämpfen. Ich krieg die Krise. Ich weiß auch nicht, von wo die Verstärkungstruppen kommen letztendlich. Ich hoffe, die kommen alle von derselben Richtung. Wir lassen den General mit sehr schwachen Truppen mal hinten stehen. Also mit schon ziemlich angeschlagenen Truppen. Na komm, die können wir auch noch mitnehmen. So, jetzt sehe ich noch nichts, macht nichts, ist halt einfach so. Ich habe einfach sehr frontal hier versucht, in die Stadt reinzukommen.
Weil nur dann habe ich wirklich eine Chance, hier noch ein bisschen was zu reißen. Gut, dass ich noch selbst auch ein paar Katapulte habe. Aber ich das hier sehe, glaube ich, ich glaube nicht an Wunder. So, da sind die anderen spartanischen Jugendliche. An sich ist die Schneise hier zu groß. Da werde ich niemals die Verteidigung hinkriegen. Ach, komm. Periökische Pikeniere. Eure Befehle? Piken bereit! Okay. Dann können wir die noch setzen. Pikeninfanterie zu ihren Diensten. Pikenphalanx! Befehle? Pikenphalanx! Schützen. Müssen wir das machen? Piloten. Befehle? Na? Versucht die mal so dicht wie möglich hier vorne hinzukriegen. Bereit! Sparta! Bereit! So. Also ohne Scheiß, KI, es ist an der Zeit, wirklich wieder Scheiße zu bauen. Vor allem, warum habe ich nur zwei Katapulte? Zwei Balliste, hä? Sind sich normalerweise vier pro Einheit. Bürgerkavallerie. Er will mich einfach sofort angreifen und so platt machen. Okay. Machen wir es mal insgesamt einfach so. Wann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, bis die kommen? Ah gut, sie kommen an. Geschosse bereit zum Einsatz. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ach, war ja klar, die können sie jetzt nicht bewegen. Doppelte Geschwindigkeit. Ich erwarte eure Befehle. Schnelles Marschieren. Doppelte Geschwindigkeit. Das ist so scheiße, ey. Boah, es bleibt hart, ey. Bleibt echt hart. Komm, schneller. Boah, echt, ey.
Männer wanken. Warum läuft meine Kavallerie genau in den seine Bürgerkavallerie rein, ey? Will mir das mal jemand sagen? Eure Befehle? Das war nicht eure Aufgabe. Männer wanken. Ey, das ist doch einfach nur Betrug. Und dann rennen die an den feindlichen Ballisten einfach vorbei, anstatt die anzugreifen. Zieh das mal rein, die KI, ey. Manchmal ist man, denkt man echt nur so, what the fuck, ey. Oder das hier, warum rennen die jetzt nach da oben? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, weil der Moral gebrochen wurde hier vorne. Bereit zum Einsatz. Ach, verdammt. Da kommt eine zweite Streitkraft von Norden, von Süden. Ja, Kommandant. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Spartanische Piken! Die Männer wanken. Ja, aber da vorne kann ich mich gerade um nichts kümmern. Also, dass man in dämliche Kavallerie endlich da angreifen soll. Die Männer wanken. Aber was für ein Scheiß, der umläuft meine Truppen. Ja, dann sind die jetzt gleich auch schon erledigt. Komm, verzieht euch. Die Männer wanken. Spartaner! Spartanische Piken! Piken Infanterie zu eurem Dienst an! Wie ihr befehlt! Pikeniere! Bereit zum Einsatz! Und eine Falle marschiert! Doppelte Geschwindigkeit! Zu eurem Dienst! Befehle? Befehle verstanden! Periökische Pikeniere! Ja, Kommandant! Löschen Sie aus! Befehle verstanden! Schnelles Marschieren! Boah, ist das nur Reiterei? Die rennen einfach durch, oder was machen die da gerade oben? Bürgerkavallerie! Ich erwarte eure Befehle! Boah, wir haben den nördlichen Angriff abgewehrt! Applaus! Spartanische Piken! Schnelles Marschieren! Männer wanken! Unser General wird angegriffen. Ich weiß. Boah, jetzt blockt er hier vorne meine Bürgerkavallerie. Spartanische Piken.
Männer wanken. Also entweder bin ich einfach so massiv unterlegen zurzeit. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ruhig, Männer. Eure Befehle? Alles marschieren! 5. Kavallerie! Ach du Scheiße. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Formation! Wie ihr Befehl? Ja, die werden auf jeden Fall gleich fliehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Befehle? Bei mir bleiben! Befehle? Spartanische Piken! Zieht euch zurück! Genau, greift mal einfach weiter an. Alle anderen Truppen sind schon tot von uns. Wir werden jetzt eingekesselt hier. Aber was soll ich machen gegen 8000 Truppen, ey? Fast. Jetzt macht meine Spartaner irgendwie so ein Formationswegrennen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach, sie fliehen schon, obwohl sie noch Moral hatten. Ja, was sollte man machen? Wir haben 1400 getötet noch. Immerhin, unsere Bogenschützen sind alle relativ früh geflohen. Anscheinend unsere restlichen spartanischen Truppen auch. Wir konnten wenigstens seine Ballisten stark beschädigen. Aber so ein Bürgerkrieg ist schon heftig. Ohne Witz, hätte ich nie gedacht, dass das so ein Scheiß ist. Ein edler Tod. Bei so viel Reiterei. Aber wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Wir müssen beim nächsten Mal dann weiter versuchen, hier irgendwie ein bisschen die aufzuhalten. Aber es kann sich nur noch um 80 Millionen Jahre handeln. Nochmal ein edler Tod. Und ja, machen wir beim nächsten Mal weiter, oder? Wir machen uns eben kurz die Belagerung der Hafensiedlungen. Die Flotte meldet sich. Die Schiffe zum Hafen. Ich erwarte eure Befehle. Schiffsrümpfe, juhu! Wie kann ich euch dienen? Habt ihr? Ich schwöre, ich werde nicht euch noch einmal versagen. Feigling. Die Götter haben. So, die halten auch noch 4 Runden aus hier unten. Zum Kampf bereit machen! Da müssen wir echt sagen, so ein Scheiß. Ich finde
Bei den Göttern. Der Agent hat alles Nötige getan. Gute Arbeit. Sehr gut. Kommandant? So, dann haben wir hier noch eine weitere Armee zur Verteidigung. Zu euren Dienst. Bom, 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 bom. In den Kopf! Ach, jetzt flieh doch nicht. So ein Schlawiner. Stellt Wachen auf. So. Jetzt aber, weiter beim nächsten Mal. Wir haben jetzt eh schon wieder total überzogen und dann werden wir weiter versuchen, den Bürgerkrieg niederzuschlagen und weitere Truppen zum Zentrum zurückzuziehen. Ich hoffe mal, wir kriegen das echt noch auf die Kette. Und ja, bis dahin alles Gute euch und alles Gute Sparta, euer Doc. Ciao.